Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockte Bußsimulator 18. Hier bei der Firma Strömling. Wir halten den Verkehr in Fluss. Ja, das auf jeden Fall und das natürlich auch weiter im neuen DLC mit der Kartenerweiterung. Und ich würde gar nicht so lange rumschnacken. Wir gehen direkterweise rein zu unser Busunternehmen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu machen. Ich weiß nicht, wie viel noch wir von dem bisschen noch zu machen haben. Das werden wir natürlich auch sehen. Schauen wir mal, ob wir das heute sogar noch durchbekommen. Das weiß ich auch nicht. Ja, viele Dinge, die ich nicht weiß, aber wie heißt das so schön? Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Hallo, Michael hier. Die Flughafenroute hat extrem gut funktioniert. Ich habe sie sogar selbst ausprobiert. Ich hatte die Idee, Vorschläge für neue Routen von den Anwohnern zu sammeln. Der häufigste Vorschlag war, eine Nachtlinie zwischen Kerststadt und der Altstadt einzurichten. Lass uns eine solche Route erstellen und sie mit dem Flughafen verbinden. Dann können wir auch gleich verspätete Passagiere mitnehmen. Während du dich darum kümmerst, versuche ich, die Verhandlungen für die Sonnstein-Haltestellen abzuschließen. Na super. Gut, schauen wir mal rein. Erstelle eine Route mit den folgenden Haltestellen verbindet. Mindestens 6 Haltestellen in der Altstadt, Flughafen und mindestens 6 Haltestellen in Kerststadt. Fahre Strecke bei Nacht, erhöhe den Level aller Kerststadt-Bushaltestellen auf 11. Besitze 7 Strecken vom zentralen Omnibusbahnhof, die mit Fahrern Kohle generieren. Money, money, money. Jo, machen wir das. Als erstes erstellen wir hier diese Strecke halt. Die sollen 6 Haltestellen in der Altstadt haben. Das heißt, wir fangen DirectX dort an. Ich weiß jetzt gar nicht, wo diese hier lang fährt. Das ist, ja, das ist die Strecke einfach. Die können wir sogar killen. Machen wir die mal weg. Dann haben wir hier diese Strecke hier. Welche das jetzt auch immer ist. Wir können ja mal da in den Editiermodus reingehen. Seht ihr, sehen wir es dann, was das für eine Strecke ist? Ich glaube, das ist die hier. Flughafen, da geht's da hin. Ja, die können wir theoretischerweise auch wegmachen. Ja. Änderung verwerfen, ja. Die machen wir dann auch mal weg. Ja, jetzt geht's nämlich um diese Mission hier. Das machen wir das. Und da müssen wir dann halt jede Menge machen, die mit den Omnibus-Bahnhofs verbunden sind. Also von hier. Aktuell haben wir nur eine da. Jetzt machen wir direkterweise die zweite. Das heißt, wir werden eine neue Strecke machen. Und diese fängt natürlich dann beim Omnibus-Bahnhof an. Jetzt brauchen wir 6 Haltestellen hier in diesem Sektor. Das heißt, wir gehen einmal hier schön außen lang. 1, 2. Gehen dann hier dann rein. 3, 4, 5, 6. Gehen dann hier unten raus. Raus, raus, raus. Jetzt sollen wir dann natürlich auch 6 hier haben. Das heißt, wir werden mal gucken, wie wir das hier generieren. Das wird ganz lustig werden oder auch nicht. Das wird eine sehr lustige Strecke. 1, 2, 3, 4, 5. Da fährt er so, warte mal. 1, 2, warte mal. Die zählen theoretisch ja auch. 2, 3, 4, 5, 6. Die müssten theoretischerweise zählen bis zum Flughafen hin. Speichern wir das mal. Was ist denn da los? Ist so klein für Gelenkbusse. Es wird ja nicht möglich sein, mit dieser Strecke Gelenkbusse zu fahren. Ja, das ist nicht schlimm. Die zählt auf jeden Fall. Das heißt, wir werden dort natürlich, damit hier auch diese Strecke hier gleich nochmal generiert wird, mit höheren Level, natürlich auch nochmal Fahrer zuweisen. Auch das machen wir. Dann machen wir dann einfach mal ein Fahrer zu oder 2 Fahrer zu. Beziehungsweise wir können eigentlich alles da reinkloppen, solange wir dann die anderen Strecken noch nicht haben. Machen wir das mal, dann kriegen die gleich hier richtige Bonus rein. So, was haben wir denn da? Da ist der Urban Nummer 1, da ist noch ein Urban, da ist noch ein Urban.
Die Urban gehen jetzt auf jeden Fall durch. Die Citaro der City geht auch definitiv da rein. Der sollte auch passen. Ja, und dann haben die gar keine Busse. Dann haben die halt Pech gehabt. Dann machen wir die raus hier. Ist manchmal so. Kriegt halt nicht jeder einen Bus. Die haben jetzt halt keinen Bus bekommen. Wir sollen natürlich die Strecke bei Nacht fahren. Wurde uns zumindest gesagt. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo Nachtfahrt ist. Da ist das gewesen. Regnerischer Tag, Dämmerung. Da müssen wir mal gucken. Dämmerung, regnerischer Tag. Da haben wir die Nachtfahrt. Machen wir das mal bei Nacht. Feiertag. Nee, das ist mir jetzt zu stressig. Da bin ich gerade ganz ein bisschen ehrlich. Das heißt, wir machen Fahrt abbrechen. Ja, machen wir. Ich will eine ganz normale Fahrt machen. Danke. So, Fahrt starten. Gut, okay, danke. Ja, Bonusinhalte jetzt für Action oder sowas, das brauche ich definitiv jetzt nicht. 1, 2, 3. Wir haben den Retarder retardiert. Jetzt muss ich ihn natürlich ein bisschen hinsetzen. Oh, wow. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir direkterweise los. Ja, bitte halte Bucht 1. Das ist direkterweise hier vorne. Ja, Flughafen. Schönen guten Tag. Hallo erstmal. Jo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Hallöchen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, darfst du haben. Moment. Einmal ein Tag. Senior Typ 2. Menge 2, besser sagt nicht Typ 2. Das sind 4 Simoleon 20. Jo, haben wir drinne. Blinker einmal gesetzt. Gucken wir, ob da ein Fahrzeug kommt. Natürlich nicht. Das ist sehr schön. Und dann drücken wir mal ein bisschen aufs Joss. Studierendenwohnheim, das ist ja schön, ja. So, hier gehen wir ein bisschen Joss. Wir fahren hier mal ein bisschen soft raus in die Kurve der Hölle. Gut, hier im Dunkeln die Kurve zu fahren, ist ein bisschen unangenehm irgendwie. Ich mag diese großen Kurven nicht. Das ist irgendwie so ein unangenehmes Gefühl für diese großen Kurven. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir kommen durch. Sehr schön. Jetzt drücke ich gerade mal ein bisschen Gas durch. Hier ist halt Limitbegrenzung. Ich habe auch den Tempomat an. Muss mal darauf achten, dass wir heute nicht auf die Tempomat-Taste kommen und den aus Versehen deaktivieren. Das wäre ein bisschen komisch. So, wir sind hier angekommen. Was haben wir denn da? Da kommt nichts. Dann wollen wir mal hier die Kurve kriegen. Danke sehr. Und dann sind wir on the street. On the road. We are on the way. Genau. Sehr schön. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ja, der Winter der Leidenschaft. So ist das mit dem Winter. Winter hin, Winter her. Winter ist doch gar nicht schwer. Das bloß, ich habe sowas wie Rundverkehr an. Ich doch schneller wäre. Sieht irgendwie komisch aus. In der Streckenführung da. Oder wir werden einmal da reingeführt und müssen dann nochmal raus. Ich glaube, ja, so es könnte sein, wa? Wir haben umgekehrte Strecke an. Stimmt, ich sehe das gerade. Deshalb haben wir jetzt auch nicht beim Busbahnhof angefangen. Na gut. Wir haben jetzt da nicht angefangen. Na gut, dann müssen wir halt da durch. Dann ist das halt so. So, da vorne geht's dann einmal nach rechts. Blinker ist schon mal drinne. So, schön die Kurvenlage hier ausreizen. Genau. Genau, bling. Super. Hat geklappt. Und dann geht's dann nochmal ein Stück geradeaus, um wieder nochmal nach rechts zu kommen. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Gesundheit. Verteile mir bitte nicht so viele Bazillen hier im Bus. Ey, der ist ja voll die Bazille hier. Das war ja so wie früher, als die Koigonocken los waren. Da war eine Zeit gewesen, ey. 8,5 Millionen Menschen hier gestorben in Europa. Da war ich die Pest. Ich habe gerade ein UFO gesehen.
So, obwohl 8,5 Millionen Menschen, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so viele Staunen waren. Müsste ich mal wieder gucken, ich weiß gerade die Zahl wirklich nicht auswendig. So, da sind wir. Schönen guten Tag, hallo. Tschüss. Ja, tschüss, jo. Hm? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich kannst du eine haben. Ne? Hopp, 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 zurück. Standard wolltest du haben. Ah, ja, ja. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Danke. Oh, passend sogar. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Das liegt in eurer eigenen Verantwortung. So, hinter uns ist nichts. Das heißt, wir können hier ganz sachte raus. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Der Licht ist doch an. Und laute Musik. Na, warte mal. Da kümmere ich mich drum. Hier ist die Fahrkarte. Tut mir leid, ich mach's leiser. Wo hab ich denn... Ja, wenn wir schon mal dabei Na klar. sind. Sag mal, lässt der mich jetzt wirklich immer ohne Licht losfahren? Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. So, was haben wir denn? Licht. Abblendlicht. So müsste es sein. Es ist heller, oder? Hoffen wir mal. Ich weiß es nicht. Sieht für mich hell genug aus. Aber na gut, was weiß ich. Ich habe ja einen Restlichtverstärker in die Augen eingebaut. Ne? Nächster Halt, Hügelgasse. Hügelgasse? So. Genau pünktlich. Genau pünktlich. So muss es sein. So, wie sieht's aus? Will jemand rein oder nicht? Da stehen zumindest welche draußen. Schauen wir mal. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Jo, Woche Standard, Menge 2 natürlich. Einmal raus damit. Sind 4 Simoleons. Ich brauche eine Fahrkarte. Und da nochmal eine Einzelstandard. Eine, auch die geht raus. Das sind 1, 2, 3, 87. Danke. Die haben wir auch draußen. Sehr schön. So, Türen sind zu. Linker ist gesetzt, wir werden nicht überholt. Sehr, so schön. So muss es sein. Geben wir ein bisschen Gas. Wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns zu fahren. Ja, da vorne ist dann die Ungar Street. Den Namen Ungar gibt es wirklich, ist kein Witz. Kannte mal ein Mensch schon mit dem Namen Ungar. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, was man so für Menschen in sein Leben kennenlernt halt, wa? Gut, da haben wir es dann auch schon, die Ungar Street. Nächster Halt, Ungargasse. Genau, die Ungargasse. Einmal hier angehalten, einmal raus. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Was möchtest du haben? Einzeln für den Studenten? Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Einmal eine Wochenkarte für Senior? Das nenne ich sehr zuversichtlich. Ein Simoleon zurück. Okay, sehr schön. So, Tür zu. Blinker ist draußen. Und irgendwie geht gerade meine Musik nicht weiter. Oder ich bin blond. Fahren wir mal kurz ohne Musik oder was? Ach doch, jetzt höre ich doch Musik wieder. Ich war ein bisschen leiser am Anfang. Okay. Juhu. Sieh dir den ganzen Abfall auf der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mehr um ihren Müll? Ja, weil die Leute es einfach dahin schmeißen. Sind halt Menschen. Die sind halt so, wie sie sind. Eigentlich müsste man das so machen wie in Australien, alias Sydney. Dass die Geldstrafen für so Vermüllungen der Öffentlichkeit extrem hoch sind. Das wäre echt nice. Gerade wenn du so hier Berlin, Neukölln oder Kreuzberg oder so rumtingelst, da hast du echt, wirklich richtig dreckige Ecken. Also es geht gar nicht. Das ist Wahnsinn, was da an Müll rumliegt. Da läufst du 3 Meter und hast so viel Müll, das hast du die ganze Woche in der eigenen Wohnung nicht. Vor allen Dingen, was ich richtig enorm krass finde, dass die einfach auch ihre Möbel da überall hinschmeißen. So, das ist ja nicht so wie so ein Kleinscheiß oder sowas. Da liegt richtig was rum. Ne? Das ist der Wahnsinn, was da so rumliegt.
Das verstehe ich manchmal nicht, dass die Leute das so machen. Ja. Ja, ich bin ein bisschen frech. Ich dränge mir hier rauf. Ich weiß. Aber das ist auch so eine Berliner Marotte. Wenn du da nicht frech... Ja, danke, Kollege, dass du mich blendest. Das ist so eine Knalltüte. Das hat mich auch immer so ein bisschen aufgeregt mit diesem Licht, dass die dann immer so Lichthupe machen, ja, die Kollegen. Ist ja vielleicht irgendwie ein witziges Gimmick, aber ich finde es ein bisschen sehr übertrieben. Ja. So. Nächste Haltestelle. So, da haben wir es. Genau pünktlich. Genau pünktlich. So muss es sein. Na? Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Was darf es denn sein? Einzeln Senior. Die ist realistisch. Gibt 3,20. Danke. Danke, gerne doch, Mann. Das ist doch nett sowas, hä? Gut, damit verlassen wir das kleine Örtchen hier. Jetzt geht's nach Whitfield East. Ja, das ist mir jetzt scheißegal mit dich. Ich weiß auch gar nicht, warum das Licht hier immer aus ist oder so. Wir gehen erstmal über den Bahnsteig rüber. Warte mal, dann kümmere ich mich gleich nochmal ums Licht. Warte mal, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Scheibenwischer, Fernlicht. So, jetzt haben wir noch mehr Licht. Schauen wir mal. Schnauz nicht. Sie haben das Adventlicht gar nicht an. Ey, willst du mich verarschen? Was soll ich denn hier noch rumschalten? So, Scheibenwischer. Was ist denn jetzt an? Warte mal, ist die Taste K. Das ist heller jetzt. Warum ist denn der wieder zurückgeschaltet? Ich hatte den doch angemacht. Muss ich raus. Sehr merkwürdig. Okay, jetzt haben wir richtig viel Licht an. Also wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich Licht an hätte, also dann weiß ich auch nicht. Jetzt mal ins Ernsthaft, Leute. Ja, jetzt habe ich richtig viel Licht an. Also ich bin ja fast ein Tannenbaum. Ja? Behalten wir mal den Schalter so im Auge. Vielleicht komme ich auf irgendeine Taste auch rauf, die mit der Taste kombiniert ist. Das wäre ja auch möglich. Wenn wir tagsüber fahren, fällt das ja nicht problematischerweise auf, aber in der Nachtfahrt ist das schon ein bisschen blöd. Hä? Aber na gut. Bling. Sehr schön. So, ein paar Kilometer haben wir noch vor uns. Dann kommen wir zur nächsten Haltestelle. Wir haben 44 Sekunden. Das sollte eigentlich in sich gut ausgehen. So rein theoretischerweise. Sieht zumindest gut aus. Sieht gut aus. Ja, halbe Minute. Da vorne haben wir es schon. Funktioniert. Windfeld East, 11 Sekunden vorher angekommen. Ha, geht. Trotz der Halterei und solche Geschichten. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Er ist völlig durch. Was soll ich sagen? Okay, der Lichtschalter ist noch an der richtigen Position. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Ich glaube, das wäre total schön. Nächster Halt. Aber ich weiß natürlich, ich kann zur Arbeit. So. Jo. Sieht nach einer ruhigen Fahrt insgesamt sonst aus bis jetzt? Kann ich mich nicht beklagen. Und das als Deutscher. Wir beklagen uns heute immer so gerne. Was soll ich dazu sagen, wa? We are German Krauts. Hier draußen in der Landschaft ist es doch sehr dunkel, wenn man das mal so schaut. Jetzt zeigt die Straße schön hell, wa? Aber der Rest wirkt natürlich sehr dunkel. Aber na gut, so ist das auch im Real Life. Wenn man außerhalb der Stadt ist, dann wird das sehr schnell dunkel, weil die Straßen da halt nicht so beleuchtet sind.
Windfeld West. So.